Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Ein-Findekind-Kanal. Heute sind wir mit dem fast so lang wie Kreuzberger Nächte-Bus unterwegs. Den Link zum Repaint findet ihr in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir starten. Guten Morgen, Bus. 7176. Können wir mal ein bisschen leiser machen? Linie 100 mit dem Kurs Nummer 8. Tachchen, hallo, Fahrkarten? Ich wäre ready dafür. Nicht? Alles klar, dann fahren wir los. And let's go, boys and girls. Machen wir mal Licht an, weil es ist ziemlich bewölkt. Wieso? Ich bin nicht mal eine Minute unterwegs. Und was ist bei dir falsch gelaufen? Meine Damen und Herren, heute geht es zum Alex mit eventuellen Zwischenereignissen. Wieso ist denn die so leise? Wieso ist das auf einmal so ruhig? Mir fällt es nicht, dass das so ruhig ist. So, Tara erstmal. Willkommen bei der BVE auf der Linie 100 Richtung Alexanderplatz. Kommen Sie rein, können Sie rauskicken. Tachchen, kommen Sie alle rein. Ich hoffe, Sie haben eine Fahrkarte. Ansonsten haben wir gleich ein riesiges Problem. Ach du Scheiße. Wenn mal, du willst hier Busfahren, keine Stunts machen. Ich weiß nicht, was das für eine Schraube war, aber wir nehmen den mal hier. Ansonsten fliegst du raus. Und apropos raus, wir müssen jetzt gucken, wie wir hier irgendwie rüber auf die Spur kommen. Ich bin da mal gespannt. Lässt du mich rein? Nee, das passt nicht. Oder? Das könnte passen. Das passt. Vorne und hinten nicht. Ich habe schon bei Tramsim alle Requisiten ausgeschöpft. Jetzt ist das hier schon wieder rot. Ich kann nicht noch mehr bei roten Ampeln machen. Es tut mir leid. So, pass auf, ich bin ein bisschen größer, ne? Ich brauche ein bisschen mehr Platz, also lässt mir den hoch, okay? Ich habe immer einen 18 Meter. Ich weiß, es kommt nicht auf der Länge an, aber er kommt schon auf der Länge an. So, meine Damen und Herren, wir befinden uns am Breitscheidplatz. Ich weiß zwar nicht, was man hier soll, aber hier soll es Touri-Gegend sein. Also alle Touris raus. Hallo. Tachchen, haben wir alle eingesammelt? Irgendwie ist es heute... Ist heute nicht so viel los. Und schon wieder eine rote Ampel. Ey, so langsam muss ich echt sagen. Ich krieg zurück, der PC. Kurz mal ein Netzteil, Stecker, eine Seifenblase. Pop. Ich zerstöre meinen PC beim Seifenblasenblasen. Teil 2. So, wir dürfen keine Zeit verlieren. Müssen wir auch mal ab und zu mal ein bisschen schneller werden. Aber das sollte ja für Kien hier ein Problem sein, wa? Und alle Türen aufhaben. Siehst du, schon eine Minute Verspätung. Oh, hier ist eine Haltestelle. Mensch, Mädels, der Bus ist da. Kommen Sie rein jetzt. Nicht kicken, gleich rein und gleich weiter. Wir haben 2 Minuten Verspätung. So. Ach du Scheiße. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Habt ihr euch jetzt mal einen Plan gemacht, wie ich da jetzt rüberkommen soll? Berlin Berufsverkehr, wirklich. Das ist das, was du wieder machen kannst. Ich stell mal jetzt hier hin und wenn er mich nicht rüberlässt, ne? Dann klatscht, aber kein Beifall. Ich bin auch ganz vorsichtig. Ich werde dich nicht berühren. Wir haben schon wieder 30 Sekunden Verspätung auf dem Tacho. Und das wird ja gerade immer mehr. Also ich würde sagen, dass die anderen hier erstmal warten und dass ich als erstes fahre. Und geht los, es geht los. So, mir jetzt festhalten. Hör mal, wo kommen die jetzt noch her? Jetzt ist es natürlich ein bisschen blöd, dass wir die Polizei vor uns haben. Ich will jetzt nicht sagen, aber... Es könnte sein, dass ich keinen Führerschein mehr habe. Hier ist der Bus, hallo. Jetzt macht hinne für eure Späßchen, haben wir keine Zeit. Tachchen. Ich benötige einen Fahrschein. Ich benötige Fahrgäste, die sich hier benimmt und nicht da nochmal um eine Säule rumrennen. Sag mal, was wird denn das? Jetzt hör mal zu. Achtung. Sag mal, was will er jetzt? Das ist doch wieder so typisch... So typisch BMW. Das schafft auch kein anderer, außer einem BMW. Was wird das jetzt? Jetzt hast du wieder die komplette Spur zu ihr gemacht. Bloß, dass du hier wieder 2 Sekunden vorher langfahren kannst. Jetzt hier Piasten und du hoch. Wieder ein BMW. Alter, hier ist eine riesen Baustelle, du. Riesending. That's what he said. Nordische Botschaften. ASMR-Stiftung. Ich weiß ja nicht, wer hier in diesem Bus die Ansagen eingerichtet hat. Aber das ist ein bisschen leise, weißt du das? Kommen Sie rein, können Sie rauskicken. Wir haben keine Zeit. Wir haben schon wieder 2 Minuten Verspätung. Nee, wir haben 2 Minuten. Wir sind 2 Minuten zu früh. Wie kann es sein, dass wir 2 Minuten zu früh sind? Also gut, Sie wollen eine Fahrkarte. Ich wollte alle Fahrkarten. Ach so. Na dann. Tachchen. Ich hätte gerne einen Fahrschein. Ja, jo. Bitteschön. Moin. Ja, sicher doch. Moin. Was kostet das? 3,80. Bis 20 zurück. Ich nehme die. Schönen Tag noch. Tachchen. Und eine gute Fahrt. So, meine Damen und Herren, so bedient man eine Kasse. So und nicht anders. Zack, schnell, nächster Kunde, nächster Kunde, nächster Kunde. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsort. Der ganz große Stern. Du musst hier irgendwie erstmal deine richtige Spur finden. Da musst du 20 Mal drumrum. Du wechselst zwischendurch 3 Spuren, dann hast du wieder 20 Autos rumstehen. Hast hier eine Haltestelle, wo keiner ist. Natürlich will einer wieder aussteigen.
Schloss Bellevue. So, jetzt seht ihr mal hier Sehenswürdigkeiten. Das Schloss Bellevue befindet sich auf der linken Seite. Rechts von uns findet sich ein schöner Park, wo ihr bestimmt sicher schön langlaufen könnt. Hallo. Und die letzte wieder. Ich hätte gerne einen Fahrschein. Bei mir kriegst du alles. Nicht nur Fahrscheine. Sag, was du brauchst. So, und jetzt, meine Damen und Herren, geht es Richtung Betonviertel. Für alle, die nicht aus Berlin kommen, das ist das Viertel, was wir Regierungsviertel nennen. Zu 80% aus Beton, zu 20% aus alten Bauten. Und zwischendurch gibt es auch noch ein bisschen Glas. So, einen schönen Abstand hier halten, ne? Ich will keinen Kratzer in meinem Bus haben. Sollte ich nur einen Kratzer sehen, ne? Da vorne habt ihr das schwangere Auster. Die heißt so, weil sie aussieht wie eine schwangere Auster. Also ich war das nicht. So, alle, die zaubern können, bleiben bitte draußen. Können sie bitte raus aus meinem Bus? Also, sie können rennen, aber nicht so direkt. Es ist grün, du kannst fahren. Muss aber auch nicht. Jetzt will der noch abbiegen, ey, Mensch. Das hättest du mir auch vorher sagen können. Meine Damen und Herren, als nächstes hätten wir auf unserer linken Seite den Reichstag oder auch den Bundestag, je nachdem, wie ihr ihn korrekt nennen möchtet. Schönen guten Tag. Halt eh mal ran. Platin-Kreditkarte, okay. Platin-Kreditkarte, aber fährt Bus. Hör mal. So, pass auf, Golf. Ich weiß, wird jetzt ganz schwer für dich, aber du musst mich mal kurz durchlassen. Ich muss geradeaus, du musst rechts. Bereit? Genießt einfach mal kurz die Ruhe. Ohne Motorsound. So, bitte immer hier stehen bleiben als Fußgänger. Ansonsten bist du platt. Wie kann das eigentlich schon wieder sein, dass wir schon wieder zu spät sind? Ich gebe mir hier die größte Mühe, dass das nicht passiert. So, bitte immer Vorsicht beim Ausstieg. Es könnte noch sein, dass der Bus auf der Straße steht. Der ist halt ein bisschen länger. So, meine Damen und Herren, hinter uns sehen Sie das Brandenburger Tor. Vor uns sehen Sie unter den Linden. Und ganz vor uns sehen Sie den Fernsehturm. Eventuell hinter ein paar Bäumen. Da ist er. Schön. Guten Tag, meine Damen und Herren. Macht von mir aus wieder Stunts hier um den Kübel herum. Was haben Sie da für einen Fleck? Also ich will jetzt nicht näher drauf eingehen wollen, aber der ist sehr auffällig. Sag mal, was ist denn hier für eine Volksversammlung? Kann ich das mit Karte zahlen? Ja, natürlich können Sie das mit Karte zahlen. Einmal Karte oben Ruf halten und ich wünsche Ihnen eine gute Fahrticket bitte einmal nehmen und es geht ab die Fahrt. Was ist hier jetzt für ein Stau? Moin, Zwillinge heute. Für Zwillinge gibt es aber Rabatt. Der Bruder ist schon weiter, wa? Der weiß schon, wie man Bargeld loszahlt. Na, was ist denn das jetzt hier? Und wo kommt das Haus hierher? Und hier ist meine Haltestelle. Aber sonst habt ihr keine Probleme, oder? Das ist doch hier keine Haltestelle, ey, sag mal. Ich hätte gerne einen Fahrschein. Ja, für die 3 Meter brauchst du jetzt auch keinen mehr. Ganz ehrlich, ihr hättet es einfach so durchlaufen können. So, und was ist jetzt hier los? Also, Busspur geht weiter geradeaus, ne? Das wird jetzt nun unsere Endhaltestelle sein. Ich hoffe, Ihnen hat die Fahrt gefallen. Wenn nicht, ist das Ihr Problem. Ich kann hier auch nicht jeden glücklich stellt. Alle bitte einmal raus. War mir wie immer ein Vergnügen, ne? So, Leute, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss.